Adidas gegen Nike auf Facebook. Welche Fanpage ist besser? Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INMAG und Sie schauen website-marketing.ch. Ich habe rund 17 Fanpages analysiert. Hier im Bild drin gibt es einen Link zu den Kriterien, nach denen ich diese 17 Pages analysiert und ausgewertet und gerankt habe. Heute geht es um Adidas und um Nike, um die beiden Fanpages und wir schauen uns gleich den 13 Kriterien nach diese beiden Fanpages an. Bin ich auf Adidas zuerst. Auf Adidas sehen wir hier den Vanity-URL, der passt hier, ist gegeben. Dann haben wir hier das Profilbild, das ist auch gut. Logo ist drin, passt, Spruch drauf, auch schön hoch gewählt. Dann den Titel hier, den haben wir auch. Adidas Originals passt auch, ist auch gegeben. Tipptopp, aber eine Welcome-Page, die fehlt hier. Also ich komme hier direkt, wenn ich das eingebe, komme ich direkt auf die Timeline oder auf die Pinnwand und das ist nicht unbedingt gut gelöst. Dann haben wir hier ein Call to Action. Gerade hier nicht, aber hier hinten, wenn ich auf Live Performance gehe, komme ich auf eine Seite, auf der ich zuerst Fan werden muss, bevor ich dann ein Streaming, ein Livestream sehen kann. Das ist also gut gelöst, tipptopp. Und dann den Info-Teil ist der ausgefüllt und ein URL drin. Das haben wir hier unten ausgefüllt, ist der URL drin, hat es aber keinen. Schauen wir an, wie Nike diese ersten 6 Punkte gelöst hat. Nike auch mit einem guten Vanity-URL. Hier das Profilbild mit dem Logo drin, passt eigentlich auch. Dann haben wir den Titel der Seite Nike, aber auch hier wurden auf Keywords verzichtet. Trotzdem okay. Welcome-Page hat es hier auch keine, also auch hier direkt auf die Pinnwand drauf. Dann Call to Action, den habe ich hier leider nicht gefunden. Und die Kurzinfo, die ist spärlicher, geht es wahrscheinlich nicht. Da steht gerade mal Nike und Facebook drin. Dann die nächsten Kriterien. Punkt 7 sind die Standard-Tabs, Sachen wie Videos, Fotos, Veranstaltungen, die sind hier bei Adidas drin. Dann habe ich Punkt 8 ist der Info-Tab, das ist der hier, ist er ausgefüllt mit Links versehen und so weiter. Das ist ja auch picobello gelöst worden, passt also individuelle Landing-Tabs, die haben wir uns vorher angeschaut. Da gibt es so einige, hier unten sieht man die und auch immer sehr schön mit dem Adidas-Logo ausgezeichnet. Dann der Fotostrip hier oben drin, wurde der von Adidas gemacht oder halt von Fans getaggt. Und hier würde ich mal behaupten, so emotional und stylisch, Lifestyle-mäßig, wie das daherkommt, würde ich mal sagen, ist von Adidas gemacht. Empfehlen Sie andere Sites, machen Sie eigentlich nicht, aber immerhin haben Sie hier diesen Teil hier ausgelassen, sind alles eigene Sites. Aber passiert doch was. Gehen wir rüber zu Nike, schauen uns diese Punkte an. Standard-Tabs fehlen mir hier, außer Foto ist hier nichts drin, also schlecht gelöst. Info-Tab, den haben wir hier ausgefüllt, aber total schwach. Zwar ein Link drin, wieder auf dieselbe Seite drauf, macht überhaupt keinen Sinn und auch textlich fehlt hier alles. Ist natürlich auch für die Suchmaschinen schlecht, denn die können hier überhaupt nichts rauslesen. Dann haben wir individuelle Landing-Tabs. Vielleicht ist das hier einer mehr, aber nicht. Man sieht hier, es fehlen hier extrem viele Tabs. Also da arbeitet man sehr, sehr sparsam. Und der Fotostrip hier oben drin, da gehe ich wieder auf die Pinnwand. Den würde ich jetzt mal behaupten, hat Nike selber ausgefüllt. Der passt also auch einigermaßen. Dann geben Sie Empfehlungen ab. Das haben wir wieder hier unten. Die geben Sie ab. Das passt. Das ist gut gelöst. Dann schauen wir wieder bei Adidas rein. Die letzten beiden Punkte sind die Status-Update und die Dialoge. Auch hier Updates vor 5 Stunden, hier unten sind es vor 22 Stunden und dann hier war es gestern. Adidas also sehr aktuell und auch die Dialoge finden statt. Logischerweise bei so vielen Fans passt das. Bei Nike ist das auch okay gelöst vor 21 Stunden. Das war Dienstag, das war vor 2 Tagen. Ist okay, nicht gerade übermäßig viel. Man muss vielleicht sagen, bei Nike ist es so, dass sie andere Fanpages haben, wie zum Beispiel Football. Da hat es doppelt so viele Fans drauf. Also die pflegen auch andere Fanpages auf Facebook. Aber das wäre halt hier die Corporate-Seite. Schauen wir uns kurz an, wie sich jetzt das Ganze auf die Auswertung ausgewirkt hat. Da sind wir auf der Auswertung der 13 Punkte. Die ersten 3 Punkte wurden von beiden befriedigend gelöst. Dann Welcome-Page bei beiden nicht. Call to Action ist nur bei Adidas gut gelöst. Info mit URL bei beiden nicht. Standard-Tabs sind bei Adidas drin. Info-Tab auch nur bei Adidas gut ausgefüllt. Individuelle Landing-Tabs, vor allem Adidas, muss ich aber Mikey auch geben. Fotostrip bei beiden gut. Empfehlungen bei beiden. Und klar, Kontinuität und Regelmäßigkeit ist auch bei beiden gegeben. So, wie kommen wir auf ein Resultat von 11 für Adidas zu 8 für Nike?
Das ist also meine Bewertung dieser beiden Fanpages. Ich nehme an, im richtigen Leben schaut es ein bisschen anders aus. Würde mich natürlich interessieren, was ihr zur Bewertung denkt. Gibt es noch mehr Punkte, die man hier analysieren müsste? A und B natürlich. Seht ihr es auch so? Oder habe ich da was total anderes bewertet, als ihr eigentlich gern gesehen hättet? Kommentare wie immer hier. Würde mich natürlich auch interessieren, ob Sie noch eine andere Seite bewertet haben wollen. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie haben Website marketing.ch geschaut.